Ja, da sind wir zurück zu Let's Play The Book of Unwritten Tales. In der Folge 54, wenn mich nicht alles täuscht. Wahrscheinlich habe ich aber die letzten Folgen verhauen. Oder auch nicht. Hier haben wir das Zeitreise-Dingsbumstanger. Ivo spielen wir gerade. Und wir sind in der letzten Folge so weit gekommen, dass wir die Zeitlinien wieder vereinigen wollen, müssen, sollten. Was auch immer. Zum Glück sind hier keine Wachen. Weiter. No, in die Stadt wollten wir nicht, aber nach oben könnten wir ja mal gehen. Wir müssen was tun, Captain Nate. Was denn? Es ist zu spät. Mutter, du hast nach dem Artefakt des Schicksals verlangt und ich habe es dir gebracht. Gut. Okay. Was hat sie denn aufgesammelt? Was? Psst, später. Los, berührt beide das Amulett. Bis gleich. Okay, damit verlieren wir vermutlich das Amulett. Hey, Schweinebacke! Was zum... damit tun. Was du damit tun würdest, wissen wir. Was machen wir als nächstes? Das kann doch noch nicht alles gewesen sein. Vielleicht wartet hier irgendwo noch ein anderes Abenteuer auf uns. Warten wir es ab. Ja. Okay, wenn ich gewusst hätte, dass das noch 3 Minuten läuft, hätte ich das locker an die andere Folge dran geschnipselt. Aber jetzt gönnen wir uns noch den Abspann, würde ich sagen. Und tja, das ist irgendwie jetzt ungünstig. Das ist die 3. Folge. Mir fehlen noch so ein paar. Ja, okay. Gut. Das ist natürlich irgendwie ein bisschen doof jetzt mit dem Ende. Das hatte ich einfach zur Zeit nicht erwartet, dass das jetzt zu Ende sein wird. Oh Mann, die Videoqualität ist aber auch nicht so berauschend. Aber gut. Tja, was soll ich sagen? Damit ist The Book of Unwritten Tales wohl zu Ende. Irgendwie ist dieses Knacken hier ziemlich nervig. Was ist denn das?
Ich hoffe, das Knacken ist nur mein... Ich habe so das Gefühl, mein Kopfhörer löst sich auf. Ja, soll ich mal meine Eindrücke vom Spiel zusammenfassen? Das würde, denke ich, Sinn machen. Muss das jetzt so laut sein? Mann, Mann, Mann. Aber gut, mir hat das Spiel extrem viel Spaß gemacht. Man kann sagen, was man will. Es war ein total geiles Spiel. Richtig schöne Rätsel, toller Adventure-Style. Und ja, wie gesagt, coole Sache. Ich vermute mal, das sind hier noch so ein paar Artworks. Ja, Story hat mir gefallen und ich würde sagen, alles eine coole Sache, keine Frage. Könntet mir ja mal in den Kommentaren schreiben, durchaus, wenn ihr es bis hierhin geguckt habt. Also ich vermute mal in 50 Jahren, wenn das mal irgendwann mal auch wirklich bis zum Ende geguckt hat, wie es euch gefallen hat. Ich, wie gesagt, überlege jetzt, was ich den Rest des Samstags mache. Ich brauche noch irgendwie 3 Folgen von irgendwas. Schwierig. Oh, das Vieh. Schön. Ich könnte natürlich jetzt nochmal gucken, ob ich mir schnellstmöglich... Also erstmal könnte ich gucken, ob ich nicht sowieso noch Teil 2 irgendwo rumliegen habe. Das ist gar nicht so unwahrscheinlich, aber ansonsten muss ich mir jetzt mal schnell irgendwie für die letzten 3 Folgen was aus den Fingern saugen. Also für die nächsten 3 Folgen. Schwierig. Ich erzähle jetzt mal so ein bisschen, weil jetzt außerhalb des Let's Plays nur im Abspann und sowas kann ich ja mal ein bisschen was erzählen. Ne? Wie gesagt, jetzt für den September, ich muss unbedingt irgendwas machen, damit ich im September noch genug Folgen für euch habe. Tja, schwierig, schwierig, schwierig. Und ich bräuchte noch auf jeden Fall, das ist jetzt die 3. Folge und das ist ja eigentlich keine vollwertige Folge. Gerade irgendwie löst sich tatsächlich mein Kopfhörer auf. Das ist das Letzte, was ich wollte. So einen guten kriege ich nie wieder. Verdammt. Gut. Programmiert oder zum Teil in Lua. Keine Ahnung, bin ich noch nicht zugekommen, mir das mal anzuschauen. Wow. Morbus and Theora. Jetzt. Was ist denn das? Ist wirklich mein Kopfhörer im Eimer? Hallo, Wilbur? No. Schön. Ich höre doch deine Schritte. Hallo. The Book of Unwritten Tales. Ja, ein schönes Let's Play. Wie gesagt, jetzt ist das hier irgendwie keine vollwertige Folge, was so viel heißt, wie ich brauche noch... Was war's denn jetzt? Ich brauche nochmal 4 neue Folgen, also eine für heute nochmal und ja, gut, jetzt mit anderer Musikabmischung, wie gesagt, keine Ahnung, warum jetzt die Filmsequenz so dermaßen übertönt sein musste von der Audioabmischung, ich kann es jetzt leider rückwirkend nicht mehr ändern. Genau, das heißt, ich habe ja noch ein paar Minuten in dieser Folge, die ja keine vollwertige ist, aber das heißt, ich kann noch ein bisschen was so zusammenfassend sagen. Also, wie gesagt, das ist jetzt eben natürlich irgendwie nicht durchgekommen. Also einmal vom Spiel her
geiles Spiel, keine Frage. Also Adventure, Design der Rätsel, super geile Sache, Geschichte ist cool. Charaktere sind, ja, also man mag die Charaktere. Hä? Auch den Nate, auch wenn der ja eigentlich unsympathisch darüber kommen sollte, aber gut. Ja, schönes Spiel. Ich würde sagen, wenn ich den zweiten Teil haben sollte, und wie gesagt, das ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass ich sowas nicht habe. Ich habe nur leider jetzt gerade keinen Überblick darüber, weil ich so viele Sachen im Regal habe, die ich jetzt mal so langsam alle wegspielen möchte, dass ich keine Ahnung habe. Aber es könnte sein, dass wir mit dem zweiten Teil auch weitermachen könnten. Weil doch das sehr gut war. Auf der anderen Seite überlege ich gerade, ich habe jetzt gerade hiermit natürlich dann dieses Let's Play abgeschlossen. Damit würde ich sagen, ist das schon mal eine schöne Sache, aber dann müsste ich mir überlegen, will ich das machen oder irgendwas anderes. Also ich habe ein Regal voll mit Spielen und davon viele, die ich blind spielen müsste. Ja, aber ich habe natürlich keine Ahnung, ob jetzt dieses Spiel dazu zählt oder nicht. Ich habe es mir ehrlich gesagt nicht weiter angeschaut, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass es jetzt sofort zu Ende wäre. Gut, das ist natürlich irgendwie doof gelaufen. Ich überlege gerade, was könnten wir denn sonst machen? Vielleicht schiebe ich auch ein paar mitgespielt Folgen rein. Das ist jetzt, glaube ich, einfacher, als ein neues Let's Play anzufangen, so unter Zeitdruck. Denn das erfordert ein bisschen mehr das erfordert einfach ein bisschen mehr Aufwand, was so, ja, Einholen der Genehmigung des Publishers und sowas angeht. Wobei das hier zum Beispiel relativ einfach war, weil mir dankenswerterweise Crimes and Cow irgendwann mal zugesagt hat, dass man gerne andere Spiele bei den Let's Playen darf, dass sie das gerne sehen. Dementsprechend ist das eigentlich eine ganz coole Sache, was Crimes and Cow Geschichten angeht. Dann, die sehen das eigentlich ganz gerne, wenn man mal so ein bisschen Werbung auch für die Spiele macht, die sie haben. Und wie gesagt, bei diesem Spiel lohnt es sich ja wirklich. Also, geiles Spiel. Keine Frage. Ich würde sonst sagen, ja, ich habe gerade tatsächlich nichts im Vorrat, wo ich sagen würde, okay, das könnte ich jetzt noch einschieben. Star Wars kann ich momentan nicht. Das wäre irgendwie Quatsch. Da müsste ich mir zwischenzeitlich mal wieder eine Spielzeitkarte holen und das lohnt sich momentan für mich nicht, weil ich, wie gesagt, im September überhaupt keine Zeit habe zum Zocken. Und ich meine, ganz ehrlich, in der Free-to-Play-Variante ist das zwar alles schön und gut, aber seien wir mal ehrlich, also ich finde, die kann man auch selber spielen, dann ist es schon irgendwie schöner, wenn man dann die mit Abo-Status hat. Nur die Sache ist, die ich möchte momentan kein Geld investieren in Abo-Status, nur für jetzt irgendwie 3 Stunden zocken, damit ich genug Folgen habe. Ich weiß aber nicht, was soll ich denn spielen? Ich muss mal gerade kramen, so ein bisschen auf der Festplatte und schauen. Ich will die Folge jetzt aber auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Also, ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Entschuldigt. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Das erstmal so abschließend. Und wie es weitergeht in einem anderen Let's Play oder vielleicht in dem Nachfolger hiervon, also The Book of Unwritten Tales, ich glaube Viehchroniken heißt es, welches ich, wenn ich es denn finde, dann wäre es kein Problem. Ich glaube, gibt es momentan auch relativ günstig, allerdings ist es dann natürlich nicht Crimes and Cow als Publisher. Schwierig, schwierig, schwierig. Wie gesagt, dann ist das wieder schwieriger. So ein neues Let's Play ist halt immer so ein bisschen ätzend. Ich guck mal, ob ich noch so einen Indie-Titel rausgekramt kriege, mit dem wir irgendwas irgendwie die 3 Tage überbrückt kriegen noch. Ne, egal. Das soll nicht euer Problem sein, sondern das ist tatsächlich mein Problem. Deshalb würde ich sagen, ich hoffe, wir sehen uns in einem weiteren Video wieder oder schaut euch doch einfach mal einige von meinen alten Videos an, die ihr euch noch nicht angeschaut habt. Davon sind nämlich einige auf dem Kanal. In der Tat, irgendwie habe ich fast
weiß ich gar nicht, inzwischen 500 Videos geknackt oder so. Oder bin kurz davor, keine Ahnung. Lass es 450 Videos sein oder so. Ich weiß es nicht, habe ich jetzt gerade nicht nahe auf dem Plan. Irgendwie sowas, also irgendwann 500 oder so Videos knacken wir noch auf jeden Fall. Wahrscheinlich mehr, weil ich ja auch nicht aufhöre, wenn keiner die Videos schaut. Ich bin da ja sehr resistent. Wobei das natürlich auch daran liegt, eigentlich ist ja mein Hobby, kann ich ja meine Zeit verbringen, wie ich will. Gut, wie gesagt, nicht, dass ich hier noch mehr rumlaber, sondern ich muss ja unbedingt jetzt irgendwie eine Möglichkeit finden, wie wir die restlichen Tage verbleiben. Dementsprechend muss ich jetzt mal Schluss machen. Genau, vielen Dank, dass ihr dabei wart und vielen Dank an die, die immer noch dabei sind, bis zum letzten Schluss. Ja? Für dich mache ich das, für dich einen mache ich das. Nein, eigentlich mache ich das für mich selber. Aber, wie gesagt, Zuspruch in Videos finde ich auch nicht schlecht. Oder fände ich nicht schlecht. So viel kriege ich ja nicht. Durchaus ab und zu jetzt, in letzter Zeit häufiger als früher. Aber häufiger heißt halt einmal im Monat oder sowas. Ich weiß nicht, viele würden wahrscheinlich gar nicht weitermachen. Gut, Schluss für heute. Gut. Also, beziehungsweise, wahrscheinlich werde ich noch irgendwie eine Folge raushauen für heute. Dann mache ich wahrscheinlich beides. Also dies und eventuell ein neues Projekt oder eine Folge angespielt, mitgespielt. Eigentlich hätte ich nämlich durchaus so ein paar Spiele, da hätte ich Bock drauf, die jetzt mal so anzuspielen, mitzuspielen, wie auch immer. Also, bis dann. Ciao.